Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, heute vom größten Volksfest der Welt, dem Münchner Oktoberfest. In diesem Video zeige und erkläre ich euch kurz die Highlights und Attraktionen, die es auf der Wiesn 2023 zu erleben gibt bzw. zu erleben gab, wenn ihr das Video erst später sehen solltet. Ihr bekommt auch einen Einblick in die Eudewiesn und schließlich natürlich mein persönliches Fazit zum Münchner Oktoberfest. Zu all dem wünsche ich euch nun viel Spaß und gute Unterhaltung. Vom 16. September bis zum 3. Oktober 2023 herrscht also wieder viel Trubel auf der Theresienwiese in München. Mein Hauptbesuchstag war vom Wetter her ein ziemlich unbeständiger Montag in der ersten Oktoberfestwoche, was sich auch an den recht schwachen Besucheraufkommen bemerkbar machte. Mein Hauptziel war natürlich die zahlreichen Fahrgeschäfte, wovon ich einige auch das erste Mal zu sehen bekommen sollte. Doch bis dahin ging der Weg zunächst durch die Würzbudenstraße vorbei an den 17 großen Festhallen, die Platz für etwa 120.000 Personen bieten. Übrigens liegt der maximale Preis für eine Maß Bier in diesem Jahr bei sage und schreibe 14,90 Euro. Aber meins ist das ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich erfreute mich lediglich an den Dekorationen an den Festhallen und ging als erstes die Stufen hinauf zur Bavaria, um einen ersten Eindruck vom gesamten Festplatz zu holen. Ja, toll ist sie schon, diese Aussicht, die schon alle hohen Fahrgeschäfte der Wiesn hier mit einem Mal zeigte. Kommen wir also auch gleich zum eigentlichen Thema des Videos, den Fahrgeschäften, die ich euch jetzt untertitelt in Rubriken kurz vorstellen werde. Fangen wir also an mit den Achterbahnen, von denen es gleich 5 Stück gibt. Absolutes Highlight ist dabei natürlich die größte transportable Achterbahn der Welt, der Olympia Looping, der direkt vom Wiener Prater hierher kam, um sein einziges Gastspiel in Deutschland zu geben. Der logistische Aufwand, mit solch einer gigantischen Anlage zu reisen, ist heute einfach kaum mehr zu bewältigen. Und trotzdem ist es einfach toll, diesen Stahlgiganten hier zu sehen, der übrigens mit 12,50 Euro Eintritt das teuerste Fahrgeschäft auf der Wiesn ist. Fast genauso imposant ist der Blick auf die Alpinabahn. Mit einer Schienenhöhe von ca. 27 Metern und etwa 1020 Metern Schienenlänge gibt es hier ebenfalls eine sehr lange und dabei sogar relativ familienfreundliche Achterbahnfahrt mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 80 km/h zu erleben. Und auch die Alpinabahn, die ist die größte und längste transportable Achterbahn der Welt, allerdings ohne Looping. Weil das ist halt der Olympia Looping. Somit haben wir hier zwei der größten, längsten und höchsten mobilen Achterbahnen der Welt zu stehen. Ein weiterer Hingucker ist auch die Doppelanlage der Wilden Maus, welche so auch immer auf dem Oktoberfest steht. Besonders toll ist es dabei anzusehen, wenn die synchrone Fahrt der Käsen startet, die sich des Öfteren ergibt. Doch auch für die jüngsten Festplatzbesucher steht mit der Pirateninsel eine kleine Achterbahn bereit, welche übrigens hier zum Oktoberfest 2019 seine Premiere feierte. Kommen wir nur noch zum Höllenblitz, der größten transportablen Indoor-Achterbahn der Welt. Leider ereignete sich hier bereits am Eröffnungswochenende ein Unfall.
zwei Waggons stießen zusammen, wobei es leider auch einige verletzte Personen gab. Somit war die Anlage an meinen Besuchstagen leider außer Betrieb. Jedoch eine Klappe später, nach der TÜV-Abnahme, fuhr die Bahn wieder mit seinen rund 80 Kilometern die Stunde über die 860 Meter lange Indoor-Strecke. Weiter geht es mit den Riesenrädern, von denen wir hier auf dem Platz zwei Stück sehen können. Das Willenburg-Riesenrad zum einen, welches hier seit 1979 jedes Jahr seine Runden dreht, gilt als Symbol des Oktoberfestes. Und aus den 50 Metern Höhe lässt sich, wenn auch nicht der höchste, aber mit Sicherheit der entspannteste Blick auf die gesamte Theresienwiese genießen. Historisches Kirmesflair gibt es in der 1925 gebauten russischen Schaukel zu erleben. Mit 12 Gondeln und einer Höhe von 14 Meter kann dieses natürlich nicht mit den hohen Kolossen mithalten, aber dafür hat das Rad bereits fast 100 erfolgreiche Geschäftsjahre absolviert. Bleiben wir nun aber auf dem Boden der Tatsachen und werfen einen Blick auf die vielen Laufgeschäfte. Eines haben sie auf jeden Fall alle gemeinsam, nämlich äußerst einladende bunte Fronten. Was das Innenleben der einzelnen Geschäfte betrifft, kann ich nicht beurteilen, da ich mich doch ziemlich schwer tue, solche klassischen Laufgeschäfte zu besuchen. Doch schaut jetzt einfach selbst und bildet euch euer eigenes Urteil. Mit zu den Laufgeschäften rechne ich jetzt auch mal den Rotor, einer einzigartigen Mischung aus Show, Fahr- und Laufgeschäft. Wenn in dem Kessel die Fliehkräfte zu wirken beginnen und die Fahrgäste wie Fliegen an der Wand kleben, ist das ein Spaß für den Fahrgast zum einen, aber auch für den Besucher zum anderen. Schließlich ist ja alles ein Kann, kein Muss, nur der Weg, den muss jeder gehen. Beim Thema Wasserbahnen bleibt nur ein Vertreter zu nennen, nämlich die Rundbootfahrt Rio Rapidos. Wesentlich umfangreicher wird es jetzt allerdings bei den Hochfahrgeschäften. Hierzu rechne ich mal stolze 13 Stück, die ich euch jetzt kurz vorstellen möchte. Los geht's mit den beiden Freifalltauern. Hangover und Skyfall, beide sind rund 80 Meter hoch und bieten neben einer tollen Aussicht natürlich den Adrenalinkick in Form eines freien Falles. Geht's los, jetzt geht's los! Zumindest an meinen Besuchstagen gab es dabei bei beiden Türmen nur einen Fall aus höchster Höhe. Auf vielen anderen Festen wird ein zweiter Fall auf halber Höhe geboten, aber in München
Da ist eben doch ab und zu mal etwas ein bisschen anders. Vor allem aber die Fahrzeichen der einzelnen Geschäfte, was sich hier an den Towern besonders bemerkbar machte. Ebenfalls am Start sind zwei XXL-Kettenflieger. Zum einen ist das der 90 Meter hohe Bayern Tower und zum anderen der 80 Meter hohe Jules Verne Tower. Das Fahrprogramm wirkte auch hier bei beiden Kettenfliegern absolut identisch. Schnell hoch auf die höchste Höhe, nach kurzer Zeit hinab auf etwa 30 Höhenmeter und nochmal kurz mit Highspeed durchstarten. Und auch die Riesenschaukel, die gibt es in fast identischer zweifacher Ausführung. Zum einen wäre da der XXL-Höhenrausch, welcher eine Flughöhe bis zu 45 Metern aufzuweisen hat. Und zum anderen der mega cool thematisierte Konga, welcher ebenfalls aus 45 Metern Flughöhe kommt. Beide Schaukeln wurden vom niederländischen Hersteller KMG gebaut. Beide sind vom Typ XXL und vom Baujahr 2010 bzw. 2011. Also bis auf die Thematisierung im Prinzip völlig gleich. Abwechslung unter den Hochfahrgeschäften und tatsächlich auch nur einmal vorhanden. Das macht den XXL Racer hier auf der Wiesn aus, welcher rasante Fahrten auf bis zu 55 Meter Höhe zu bieten hat. Doch kommen wir nun noch zu den etwas niedrigeren Hochfahr- und Überkopfgeschäften. Genießt jetzt einfach mal die Impressionen der folgenden Anlagen. Yes.
Und wir machen jetzt weiter mit den Autoscootern, von denen es 5 vorhandene Scooterhallen hier zu erleben gibt, wobei der Fan dieser Anlagen wirklich die Qual der Wahl haben sollte. Wir machen jetzt weiter mit den Geisterbahnen. Gegruselt werden darf sich auf jeden Fall reichlich auf der Wiese. Das Geisterschloss, der Geisterpalast, die Fahrt zur Hölle und die nostalgische Geisterbahn, die standen hier zur Auswahl. Impressionen kann ich euch leider von keiner dieser Bahnen bieten, da diese auf den 3 Ebenen gesehenen Bahnen nicht erwünscht sind und die Fahrt zur Hölle stand an meinem Besuchstag aus mir unbekannten Gründen leider still. Ein wahrer Hingucker ist auf jeden Fall die Anlage Dr. Archibald. Hier hat man schon mit der optischen Gestaltung ein absolutes Highlight geschafft, welches wohl die Blicke aller Besucher auf sich ziehen wird. Im Inneren wartet eine spannende Geschichte, ein Laufgeschäftsparcours und als Höhepunkt die Fahrt durch die gesamte Anlage mit einer VR-Brille, über welche eine spektakuläre Simulation präsentiert wird. Doch kommen wir nun zu den allseits beliebten Klassikern, den Rundfahrgeschäften. Anfangen möchte ich direkt mit der einzigartigen Bahn rund um den Tegernsee. Diese topgepflegte und bereits 1966 bis 67 gebaute Bahn, die hat mir es dieses Mal ganz besonders angetan. Diese Fahrt hat tatsächlich einfach nur Spaß gemacht. Der Wasserfall oder die wasserspuckende Hexe sind auch einfach nur zu ikonisch. Doch es gab natürlich noch viel, viel mehr Rundfahrer hier zu erleben. Diese zeige ich euch nun unkommentiert im Zusammenschnitt. Hey!
runterkommen, aber die Beine sind hier auseinander. Wollte nochmal! Wunderbar, ich habe auch nochmal Bock. Achtung, fertig, dann immer noch eine Mitspiel. Machen Sie mal, get ready! Der Konzert, der Wahnsinn, der absolute Kick hier. Das ist er, die Goldmaschine mit dem Mega Dreh, Zirkus, Zirkus. Alle hoch, alle hoch. Wow, wow, wow. Auch für die Kleinsten werden auf dem München Oktoberfest jede Menge Kinderfahrgeschäfte und Karussells angeboten. Hier seht ihr nur eine kleine Auswahl des großen Angebotes. Bleiben nur noch die Shows, ja, von diesen Raritäten, da gibt es hier auf dem Oktoberfest und zum großen Teil nur auf dem Oktoberfest auch eine ganze Menge richtig geniale Anlagen zu erleben. Los geht's mit der immer gut besuchten Belustigung namens Teufelsrad. In dieser müssen sich Personengruppen so lange wie möglich auf einer sich drehenden Platte festhalten, um als Sieger aus einer Runde hervorzugehen. Bei Deutschlands größter Motorsportschau, da handelt es sich um eine Steilwandshow, wo mit Motorrädern und auch anderen Fahrzeugen eine wahrlich atemberaubende Show präsentiert wird. Für mich persönlich ein Muss, wann immer ich auf diese Attraktion stoße. Auf geht's beim Schichte, ist ebenfalls Kult, den es nur noch auf dem Oktoberfest zu erleben gibt. Eine Varieté-Show mit der Enthauptung als Höhepunkt. Und schließlich darf natürlich auch nicht der kleine Flohzirkus vergessen werden. Zu guter Letzt kommen wir noch zu den nostalgischen Fahrgeschäften. Einige davon habt ihr in diesem Video bereits gesehen und hier kommen noch mehr Attraktionen, die das höher, schneller und weiter so richtig ordentlich entschleunigen. Die Krinoline, 1924 gebaut, ist auf jeden Fall so ein Geschäft. Hier wird zur Fahrt sogar oft noch Live-Musik gespielt. 1907, da feierte Toboggan seine Premiere. Über ein Fließband geht es auf eine halbe Höhe, Treppen führen dann hinauf bis zum Rutschenturm und davon da aus geht es dann wieder ganz fix nach unten. Schon das Zusehen kann viel Spaß bereiten, denn nicht jeder, der kommt über das Band so galant, wie hier ist zu sehen, oben an. Wer sich in die Hexenschaukel begibt, der geht wahrlich auf eine Zeitreise. Bereits 1894 wurde diese Attraktion vom Typ Drehendes Haus gebaut. Seit 1931 kann man sich in dieser Überschlagschaukel mit eigener Kraft die Käfiggondel bis zum Rundumschlag bringen. Ein Klassiker, der noch heute auf vielen Kirmesplätzen vorzufinden ist. Ja, und wer sich so wie ich für historische Fahrgeschäfte interessiert, der kommt um einen Besuch über die Eulewiesen nicht herum. Für einen geringen Obolus, da steht einem dann hier ein Sammelsurium an historischen Fahrgeschäften zur Verfügung, die man so auch nur noch ganz selten bis gar nicht auf den deutschen Kirmesplätzen sehen kann. Schiffsschaukel, Hexenwippen, Motordrom, Calypso
oder auch die Fahrt ins Paradies sind nur einige der hier vorhandenen Attraktionen. Während diese nun im Video zu sehen sind, kommen wir auch schon zu meinem persönlichen Fazit. Ja, um es kurz und knapp zu sagen, das Münchner Oktoberfest ist für mich ein absolutes Highlight. Schon vor allem als Fahrgeschäftsfan, die Kombination aus alten und neuen Attraktionen zu erleben, machen diese Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem. Shows, die es so kaum noch zu sehen gibt, und die Crème de la Crème der in Deutschland ansässigen Hightech-Fahrgeschäfte, die hier im Prinzip alle nahezu versammelt sind, all dies macht die Wiesn zu einem Highlight des Jahres. Ich war dort insgesamt in diesem Jahr 1,5 Tage vor Ort, einen Tag allein zum Filmen und einen halben Tag noch mit einem guten Kumpel, und es war keine Sekunde langweilig. Nein, irgendwie kann man nicht anders, als mit einem Lächeln über den Platz zu laufen, auch wenn man, so wie ich, nicht viel für den Tumult in den Festzelten übrig hat. Doch die gehören natürlich absolut dazu zum Oktoberfest in München. Und ja, ich weiß, es ist hier alles sehr, sehr teuer. Doch das weiß man bereits im Vorfeld und darauf sollte und muss man sich einstellen, wenn man die Wiesn besuchen will. Dafür wird einem eben auch eine meiner Meinung nach ganz besondere Volksfestveranstaltung geboten. Und wenn man vorher ungefähr weiß, was man machen will und was für ein Budget man sich für sich selbst festlegt, muss es auch nicht zu teuer werden. Ich muss bestimmt nicht jedes Jahr hierher kommen, aber wenn es sich so wie dieses Jahr ergibt, werde ich auch wieder das Oktoberfest in München besuchen. Ja, und inzwischen habe ich nun das Museumsfestzelt auf der Eudenwiesn erreicht und hier wurde ich mit einer interessanten Ausstellung überrascht und fand sogar ein gewisses Gefallen an der traditionellen musikalischen Darbietung hier im Museumszelt. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke fürs Ansehen des Videos und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Genießt jetzt noch die Musik und die Impression aus dem Festzelt und macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Thank you.